Guck, guck. Da ist sie wieder. Herzlich willkommen bei Jack klärt auf oder Jack zeigt. Jo. Bei einer meiner, ich habe heute einen Kommentar erhalten von meiner Folge Gothic 1. Fokus aus der Klosterruine. Da ging es um diese Säule. So. Im Netz grassieren Gerüchte um die Säule, dass sie umzuschmeißen ist. Und ich werde jetzt diese Säule umschmeißen. Das Highlight nur ist, sie fällt in die falsche Richtung. Aber ich werde sie umschmeißen. So, kann einen Moment dauern, weil ich einen richtigen Ansatzpunkt finden muss. So. So. Also ich hoffe. Achso, ich muss übrigens in einer Fensteraufnahme das Ding jetzt aufnehmen, weil der. Wie man sagt, ob man so schön Gothic 1 ist eine Diva. Was das angeht. Ich meine, der eine oder andere Let's Player wird das ja kennen. Mit Renderer in einer. Oh. Ich habe das geschafft gehabt, Leute. Das ist jetzt kein Versuch hier. Hoffentlich klappt's mal. Ist das möglich? Unmöglich? Es ist möglich. Ich hatte es gerade gemacht gehabt. Jo. Nanu. Oh, jetzt zuckt er mit den Schultern. Oh. Wie gesagt, warte. Hat. Ich habe gleich. Hoffe ich. Kann sich nur um Stunden handeln. Na, du kommst schon. Ich weiß nicht, wer das kennt. Ich weiß nicht, wer das schon mal gemacht hat. So, und jetzt bitteschön. Die Säule ist gefallen. Ja. Jetzt muss ich natürlich. So. Und damit. Sie fällt in die falsche Richtung. Ist ein Programmierfehler. Eigentlich müsste das ganze Ding um 180 Grad gedreht werden, damit das ganze Ding auch einen Sinn ergibt. Ist ganz vollkommen klar. So. Aber. Nach 18 Jahren Gothic spielen habe ich dies, nicht jetzt hier, wenn ich es euch zeige, sondern 5 Minuten vorher, habe ich es das erste Mal geschafft, das Ding umzuschmeißen. Erstmal egal in welche Richtung, aber ich habe es geschafft, die umzuschmeißen. Es geht also tatsächlich. So. Und mit diesem Bild würde ich mich schon wieder verabschieden. Das war jetzt nochmal ein kleiner Einwurf hier. Vielleicht gefällt es dem einen oder anderen. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Ich verabscheue mich. Dankeschön fürs Zusehen und gute Nacht und auf Wiedersehen.